Freunde, spannendes Thema. Ich muss mir meinen Timer einstellen, denn ich bin manchmal ja, etwas neben der Spur und rede zu lang. Und deswegen stelle ich mir einen Timer ein, dass ich einigermaßen die ganze Geschichte hier im Griff habe. Gut, Freunde. So, heute haben wir ein spannendes Thema, wie immer spannende Themen. Ich glaube, das sage ich immer bei jedem Video, das ist ein spannendes Thema. Das sind halt meine spannenden Themen. Und heute haben wir das Thema, ich haue es jetzt einmal raus, direkt raus. Puh. Wenn du abnehmen möchtest, wenn du Gewicht verlieren möchtest, ist das Erste, was du tun sollst, dir Gedanken machen, ob du im richtigen sozialen Umfeld bist oder ob du tatsächlich dir Gedanken machen solltest, ob du dir nicht zum Teil ein neues soziales Umfeld raussuchst, gestaltest. Warum? Schau mal, ich bin seit 30 Jahren in der Ernährungsberatung und es ist immer so, dass wenn Menschen zu mir kommen und das Thema zu viel Körpergewicht steht im Raum und man unterhält sich dann im Gespräch, sei es jetzt online oder sei es hier direkt vor Ort, stellt sich raus, dass bei denen Menschen im nahen sozialen Umfeld, sei es von den Eltern, das gleiche Essverhalten und ähnliches Essverhalten über Jahrzehnte hinweg vorgespielt wurde. Die Kinder haben es gespiegelt, haben es übernommen, haben auch die gleichen Glaubenssätze zum Thema Ernährung. Es muss schmecken, es muss Soße dabei sein, es muss immer ein Teller voll sein, es muss ein Nachtisch dabei sein, Getränke müssen immer süß schmecken, es muss wohlschmeckend sein. Wir brauchen auch jeden Tag eine Belohnung zum Essen. So. Und wenn diese Sachen über Jahre hinweg bei Kindern, das erste nahe soziale Umfeld, sind die Eltern, genauso vorgelebt wurde, übernehmen das die Kinder so. So. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter guckt und fragt, ja, was machst du in deiner Freizeit, wie sind deine Freunde, was machst du da so? Ja, ja, wir machen das, wir gehen mal am Samstagabend, Sonntagabend, gehen mal was trinken, gut essen. Da gibt es dann, ja, üppiges Essen, Nachspeise, da gibt es auch immer sonntags Eis und in der Woche nachmittags einen Kuchen. Ja, was machst du mit deinen Freunden? Da gehen wir mittags Kaffee trinken, Kuchen essen und ja, Fastfood essen wir natürlich auch immer mal wieder. Wenn man da reinschaut, dann stellt man fest, dass bei ganz vielen Menschen dieses Essverhalten nicht nur bei ihnen allein so ist, sondern alle Menschen um sie herum haben ein ähnliches Essverhalten. So, und was passiert jetzt? Jetzt passiert Folgendes. Der Gute, die Gute, Alexander oder die Alexandra, ist egal, Wurst, fängt an und sagt, ja, jetzt reicht's. Bin 1,80 m groß als Mann, habe 120 Kilo, es ist echt gut. Mein Cholesterinwert ist zu hoch, mein Blutdruck ist zu hoch, boah, ich sehe nicht mehr gut aus, ich fühle mich unwohl, bin nicht mehr fit, kann keine Treppen mehr laufen, Blutdruck ist zu hoch, ich fühle mich einfach bescheiden, jetzt werde ich anfangen, mich zu ändern. Gut, er fängt an. Alexandra macht mit. Alexandra ist 1,65 Meter groß, wiegt 85 Kilo, gefällt sich nicht mehr, hat natürlich auch gesundheitliche Probleme zwischenzeitlich schon, fühlt sich natürlich auch nicht mehr attraktiv und fängt auch an. So, es sind kein Paar, jeder arbeitet für sich alleine. Und so, und jetzt erste Woche. Und samstags morgens ruft die Freundin Alexandra, du gehst doch heute Abend mit, wir gehen heute Abend wieder in die Pizzeria zum Essen. Alexandra überlegt, gehe ich mit? Okay, ich gehe mit. Jetzt geht Alexandra mit. Alexandra möchte aber weiterhin abnehmen. Und jetzt, was soll sie essen? Sie isst Salat, trinkt Wasser. Und ihre ganzen Freundinnen, Bekannte außenrum, warum isst du jetzt Salat? Warum isst du jetzt, trinkst du nur Wasser? Komm doch mal Wein mit, du hast doch immer Wein getrunken. Komm, jetzt ess doch mal eine Pizza mit. Schwierig, für die Alexandra dermaßen schwierig. Und was gibt's dann? Viele Menschen brechen ein, sagen, jetzt esse ich halt da wieder mit. Und dann sonntags trifft man sie auch nochmal, da wird nachmittags Kuchen gegessen. So, und am Montag haben wir wieder ein Kilo, 1,5 Kilo mehr drauf. Beim Alexander ist es ähnlich. Der Alexander hat angefangen, eine Woche lang abzunehmen. Kollegen rufen an, hey komm, heute Abend gehen wir aus. Sie gehen aus und gehen essen, gut essen, viel,
mit Nachtisch, mit allem drum und dran, danach noch ein paar Bier oder auch ein bisschen Wein dazu. Und der Alex sagt, nein, mache ich nicht. Ich bin gerade in der Gewichtsreduktion, möchte ich nicht machen. Und was sagen die Kollegen? Hey, komm, jetzt hör auf, so zwei, drei Bier bringe ich ihn um. Ja, und die Pizza und der Burger und so schlimm ist es auch nicht. Das macht Alexander. Ah, okay, machen wir halt. So, und so haben nämlich beide in Zukunft ein großes Problem, dass ihr Vorhaben nicht zu dem passt, zum sozialen Umfeld. Das soziale Umfeld ist anders, benimmt sich anders, macht keinen Sport. Und die zwei beschäftigen sich jetzt im Moment mit Sport, mit gesunder Ernährung. Aber das soziale Umfeld hat damit überhaupt nichts im Hut. Somit, was kann man dagegen tun? Die wenigsten werden es auf Dauer in diesem sozialen Umfeld aushalten. Die werden ein Problem bekommen, vor allem die meisten anderen, die im sozialen Umfeld im Nahen sind, die sich nicht mit gesundem Essen beschäftigen, die sich nie mit Sport beschäftigen, die werden immer ein Stück weit den Finger reinhalten in die Wunde. Dann gibt es entweder, man lässt das alles wieder sein, verfällt wieder in alte Verhaltensweise, oder man schwimmt gegen den Strom. Sucht sich ein neues soziales Umfeld. Klingt hart, ist aber oftmals eine der Möglichkeiten, die dazu führt, dass letztendlich das ganze Vorhaben überhaupt von Erfolg gekrönt ist. Das könnt ihr auch spiegeln. Unabhängig, ob es jetzt vom Essen oder von der Bewegung ist, so könnt ihr das auch spiegeln. Wenn ihr mit Menschen zusammen seid, Menschen, die zum Beispiel, ja, jetzt ist nicht, es muss ja auch Menschen geben, die sollen das machen, aber die jetzt zum Beispiel sagen, ich bin mit meinem Beruf völlig in Ordnung, ich gehe gern von montags bis freitags von 7 bis 4 Uhr arbeiten, ich bin somit zufrieden, aber ich möchte nichts anderes haben. Und dann gibt es jemanden, der sagt, nee, ich möchte mich weiterentwickeln. Und er ist aber weiterhin in einem sozialen Umfeld, wo alle sagen, ich bin von 7 bis 16 Uhr zufrieden mit dem, ich brauche keinen größeren Luxus, ich brauche nicht mehr Verantwortung im Job, das reicht mir völlig aus. Das mache ich, bis ich in die Rente bin. Wenn ich Rente bin, dann gehe ich auf Rentnernachmittage beziehungsweise auf Reisen für Rentner. Das ist für mein Leben, das ist wunderbar. Es geht nicht darum, dass ich das kritisiere, das können die Menschen ruhig machen. Aber wenn es Menschen gibt, die das nicht möchten, und sie bleiben weiterhin in diesem sozialen Umfeld, wo die Menschen genauso ticken. Werden diese Menschen beruflich erfolgreicher werden? Werden die ihre Ziele vehement verfolgen, dahin zu kommen? Oder ist es für die ganz schwierig, dahin zu kommen? Es ist für die Menschen ganz schwierig. Deswegen gibt es ja den Spruch, zeig mir deine 5 Freunde, deine 5 nahen Freunde, die Menschen, mit denen du dich am meisten triffst, mit denen du dich am meisten umgibst, und ich sag dir, wer du bist und wo deine Zukunft ist. Und das Gleiche gilt auch in der Gewichtsreduktion. Wenn Menschen sich damit beschäftigen, Gewicht zu reduzieren, wenn sie Übergewicht gehabt haben, dann ist es oft so, dass das natürlich auch so im sozialen Umfeld so verankert ist. Die Eltern haben es vorgelebt, die Freunde machen es so, sind unsportlich, haben eine gesunde Ernährung, nichts zu tun, möchten auch nichts damit zu tun haben. Das ist ja auch egal, das dürfen die auch. Das ist jedem seine eigene Sache. Aber wenn du da draußen sagst, so, ich habe die Schnauze jetzt voll, ich habe 120 Kilo bei 1,80 Meter, ich als Frau habe ich bei 1,65 Meter, 85 Kilo, möchte mich verändern. Dann ist das ein Grund, sich Gedanken zu machen, werde ich das in diesem sozialen Umfeld, mit diesen Leuten um mich herum, werde ich das schaffen? Natürlich ist es hart zu sagen, ey, ich kündige meine ganzen Freundschaften. Das ist echt ein hartes Brot, das möchte ich nicht verantworten und anderen sagen, dass es so sein sollte. Möchte ich nicht. Die Frage ist, kann ich das soziale Umfeld beibehalten? Und mir einen Teil neues soziales Umfeld suchen, das ist so eine Idee, die ich ganz gut finde. Deswegen gibt es ja auch ganz viele Menschen, die sich mit Gewichtsreduktion beschäftigen, auf einmal in Social Media Plattformen natürlich sich orientieren bei Menschen, die im gleichen Bereich sind, die, ups, wo ist mein Dings? Ich muss gerade gucken, wo bin ich denn zeitlich? Hat der ausgeschaltet hier? Moment, ja, da sind wir. Hab mich gerade kurz ablenken lassen, ich bin gleich wieder bei euch. Ja, dass ich mir dann eben, dass die Menschen dann sich neue Plattformen raussuchen, sich mit Menschen connecten, die das Gleiche tun. Man sagt ja auch, wenn du was erreichen willst, sprich mit Menschen, die schon dort sind, wo du hin möchtest. Nimm Tipps von denen an, die dort sind, wo du hin möchtest. Und somit ist es ganz gut, wenn man, seine besten Freunde wird man erkündigen. Also ich
definitiv nicht, würde es nicht machen, wobei mein Freundeskreis, naja, alle ein bisschen was mit Sport und mit Ernährung logischerweise zu tun hat. Aber ich kenne auch viele, die sich dann einen Freund rausgesucht, der auch trainieren geht, sich einer Gruppe angeschlossen hat bei Facebook, sich bei Instagram einer Gruppe angeschlossen hat, beziehungsweise in den gleichen Plattformen kommunizieren und somit oder auch in der Freizeit einen Sportclub oder Menschen, die regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, sich einen neuen Teilfreundeskreis rausgesucht haben und somit einen Teil ihres sozialen Umfeldes geändert haben, um letztendlich an ihr Ziel zu kommen. Ich kenne auch ganz viele Menschen aus dem Businessbereich, die ehrgeizig geworden sind, die irgendwann mal gesagt haben, ich möchte weiterkommen und sich dann auf einmal ganz neu orientiert haben. Die haben komplett ihren Freundeskreis geändert. Ich habe gerade jetzt vor kurzem mit jemandem gesprochen, der über Jahre hinweg immer in so einem Freundeskreis war, wo die Leute ja, am Wochenende trinken gehen, am Wochenende Party machen, von montags bis freitags irgendwie überleben, die Arbeit, kein Bock drauf und Hauptsache Wochenende. Er war genauso, aber irgendwie ist ihm aufgefallen, stopp, kann das wenigstens meine Lebenserwartung sein? Ist das meine Herausforderung, mein ganzes Leben, dass ich von montags bis freitags irgendwie überlebe und dann Samstag, Sonntag dann Party feiere? Und ist das mein Leben, wirklich mein Leben? Nein, ist es nicht. Und er hat sich neu orientiert, hat komplett seinen gesamten Freundeskreis gecancelt und ist jetzt im neuen Freundeskreis und ist zwischenzeitlich innerhalb von 2 Jahren unglaublich beruflich erfolgreich geworden. Vorher ganz normaler Angestellter, kein Top-Angestellter, keine Rakete und zwischenzeitlich selbstständig, 9 Mitarbeiter. Umsatz, erstes Jahr war schlecht, zweites Jahr Umsatz unglaublich, hat sich ein fettes Auto gekauft, was sich vorher niemals hätte träumen lassen, er ist glücklich dabei. Und er hat nur durch das Ändern, das Verlassen seines sozialen Umfeldes, hat er das erreicht, er hätte es in seinem alten sozialen Umfeld nicht erreicht. Und somit ist für euch, das ist den Hinweis, das ich für euch habe, die Sensibilisierung, denkt mal darüber nach, dass wenn ihr euch mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, wenn ihr euch mit dem Thema gesunde Ernährung, Gewichtsreduktion, regelmäßig Sport zu machen beschäftigt, ob ihr das mit diesen sozialen Umfeldern, in dem ihr jetzt gerade seid, dauerhaft erfolgreich umsetzen könnt oder ob hier gewaltige Stolpersteinchen sind. Dann überlegt euch, könntet ihr dieses soziale Umfeld euch von diesen bekannten Freunden trennen? Oder werdet ihr eher so, dass ihr sagt, okay, ich gucke einen Teil meines neuen sozialen Umfeldes, dass die sich in die gleiche Richtung orientieren, bleibe aber noch ein Teil beim alten sozialen Umfeld? Das ist die Herausforderung. Ich persönlich habe leicht zu reden, weil ich die letzten 30 Jahre mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und somit ist in meinem Freundeskreis sind natürlich alles im Bekanntenkreis und alles Menschen, die haben mit Sport was zu tun, die haben was mit Ernährung zu tun. Und im Businessbereich ist es auch so, dass ich mich mit solchen Leuten umgebe, die ähnlich ticken wie ich. Für mich ist es einfach. Ich rede jetzt von Menschen da draußen, die sagen, ja, aber ich würde jetzt gerne. Und deswegen mein Hinweis. Soziales Umfeld ändern? Kann ich das? Tut mir das gut überhaupt? Oder sind da so viele enge Freunde, dass es überhaupt nicht das gar nicht funktionieren würde? Könnte ich einen Teil meines sozialen Umfelds ändern, dass ich mich in neuen Gruppen orientiere? Was kann ich selbst dafür tun? Das ist mein Gedankenanstoß an euch, damit ihr zu diesem Thema natürlich auch dauerhaft Erfolg habt. Denn meine Erfahrung ist, dass die Menschen, die komplett im alten sozialen Umfeld geblieben sind, ihren Freundeskreis nicht verändert haben, zumindest nicht zum Teil verändert haben, dass die immer wieder die Kehrtwendung machen und am Ausgangsposition wieder landen. Das heißt, die machen keine 180-Grad-Wendung, sondern die machen dauerhaft eine 360-Grad-Wendung. Die landen genau wieder dort, wo sie ursprünglich mal waren, sind dann furchtbar enttäuscht, probieren es immer wieder, aber immer wieder scheitern sie daran, dass sie halt keine Mitstreiter haben, dass sie keine Menschen haben, die sie unterstützen, keine Menschen haben, die den gleichen Weg gehen wie sie selber. Und genau das ist jetzt meine, ich muss nochmal gucken, Freunde, das ist genau jetzt meine Ansage an euch. Schaut mal, was ihr da machen könnt, damit ihr dauerhaft Erfolg habt, damit ihr dauerhaft eben euren Fokus behaltet, dauerhaft
in eure Gesundheit investiert, denn die Gesundheit ist besonders wichtig. Wir haben nur eine. Und inwieweit ihr da Kompromisse eingehen könnt, Freundeskreis ändern, neues Sozialumfeld. So. Es ist spannend. Ich möchte da keinem sagen, er soll das so und so machen. Es sollte jeder für sich rausfinden. Jeder für sich sollte entscheiden, wie wichtig ihm das Thema ist. Und jeder sollte für sich entscheiden, ganz canceln, komplett raus oder nur einen Teil raus. Finde ich eine sehr schwierige Aufgabe. Ein Ernährungsplan, wo draufsteht, was man essen sollte. Ein Trainingsplan, wo draufsteht, was man tun sollte. Ein gutes Zeitmanagement, wenn man was tut, das ist alles gut. Und das kriege ich alles hin. Aber diese Herausforderung, soziales Umfeld anzupassen, zu überlegen, das ist schon ganz schön heftig. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. War ein Denkanstoß von meiner Seite aus. Ich teile gerne natürlich auch die Gedanken, eure Gedanken mit meinen Gedanken. Das heißt, wenn ihr unten in Bemerkung was reinschreibt und sagt, oh, da hätte ich die Idee, was hältst du davon? Wie findest du die Idee? Ich mache das so und so, ich habe die Erfahrung gemacht, finde ich immer sehr spannend. Deswegen, ihr Freunde da draußen, lasst nicht immer nur mich agieren, sondern ich habe gerne auch ein Feedback von euch, dass ich sehe, wie denkt ihr, weil jeder denkt aus seinem Universum, jeder denkt aus seinem Denkmuster, jeder hat seine eigenen Regeln im Kopf. Meine Regeln sind nicht die gleiche wie eure Regeln. Ihr habt andere Erfahrungen gemacht wie ich und deswegen ist es gut, wenn man Erfahrungen austauscht. Und deswegen, ihr Lieben da draußen, Freunde, meine Ohren sind ganz weit offen, meine Augen ganz weit geöffnet. Ich nehme das auf, was ihr mir zu sagen habt und ja, tausche dann gerne meine Gedanken, meine Erfahrungen mit euren Erfahrungen. So, ihr Lieben, das war's schon mal wieder. Wenn ihr sagt, yes, das war gut, also ich freue mich über Kommentare, ich freue mich dann, wenn ich sehe, ihr seid aktive Mitleser, ich freue mich auch, hey, da tut sich was, die agieren mit, die leben da draußen, die kommunizieren, finde ich sehr geil. Deswegen, das ist das, warum ich diese Arbeit mache. So, ihr Lieben, das war's schon mal wieder. Heute das Thema Gewichtsreduktion, Gesundheit, soziales Umfeld, passt das alles so wunderbar zusammen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei allem, was ihr tut. Bis bald, hier war Andreas Trienbacher, Mr. T aus Karlsruhe. Dankeschön.